Stell dir eine Welt vor, in der die Grenze zwischen Menschen und Maschinen verschwimmen und die Menschheit vor einer gewaltigen spirituellen Herausforderung steht. Sind wir auf dem Weg, unsere Menschlichkeit zu verlieren, oder entdecken wir gerade die unermesslichen Kräfte unserer göttlichen Seele? Begleite mich in diesem Video, wenn wir diese dringenden Fragen beleuchten und Wege aufzeigen, wie wir unseren Seelenweg finden und gemeinsam eine neue, lichtvolle Zukunft gestalten können. Bist du bereit für die Transformation? Dann tauche jetzt mit mir hinein und entdecke, was wirklich auf dem Spiel steht. Bevor wir jetzt beginnen mit dem äußerst wichtigen Video, möchte ich mich erst nochmal bedanken bei allen, die beim Festival dabei waren, egal ob anwesend oder von zu Hause teilgenommen haben. Es war so schön und harmonisch. Es war ganz anders als das erste Festival. Und ihr Lieben, es war auch so schön, mit euch zu sprechen und euch zu unterstützen. Und mir hat gestern jemand geschrieben, sie hat ihre Seelenschwester gefunden auf diesem Festival. Und ich weiß, dass das immer wieder geschieht, dass man dort wirklich die Menschen trifft, die sich eben von früher her kennen und dort treffen. Und wenn ihr diesen Anhänger, den ich so sehr liebe, das ist der Sonnenanhänger, wenn euch das interessiert, wir haben mit der Sonne gearbeitet. Wir haben die Sonne in diesen Anhänger hineingegeben. Der Anhänger ist energetisiert. Er unterstützt dich, deine DNA, deine Zellen. Er gibt dir, auch wenn die Sonne scheint, ganz viel Kraft und führt dich durch das Leben. Er erhellt deine Gedanken und heilt. Und es gibt auch extra für diesen Sonnenanhänger noch eine persönliche Energetisierung, die du in einem Video anschauen kannst, wenn du diesen Anhänger erworben hast. Das jetzt nur so nebenbei, denn wir haben ja mit der Sonne gewirkt. Und die Sonne ist so wichtig und wir werden nach am Ende des Videos eine intensive Meditation mit der Sonne hören, die uns wirklich auch stärkt und den Weg, den wir hier begonnen haben, kraftvoll weitergehen lässt. Wir sind ja ausgesetzt der Gedankenkontrolle. Die ganzen Medien sind ja voll mit Horrornachrichten, wo sie also unsere Gedanken kontrollieren und dadurch die Menschen kontrollieren möchten, von einem Angstszenarium ins andere. Und ich bitte euch, versucht in die Neutralität zu gehen, denn die Neutralität, das ist unsere Stärke. Die Neutralität ist das, was uns abhält, der negativen Seite Kraft zu geben. Alles, was versucht wird, auch das Bargeld wollen sie abschaffen. Ob das gelingt, ist die zweite Frage. Aber es sind also Dinge, die die Menschen in Entsetzen und Angst hineintreiben. Oder die ganzen gefakten Dinge hier mit den Viren, die Pandemie und diesem Zeug, was hier alles also da inszeniert wird, um uns klein zu halten und uns auch in die negativen Emotionen hineinzubekommen. Denn unsere Emotionen bestimmen ja unser Leben. Und dann auch über die Genmanipulationen, die sie versuchen mit der Spritzerei, die also dann die Menschen wie ferngesteuert weiter funktionieren lassen sollen, oder dann auch diese Maschinen, die unser Leben bestimmen sollen. Also das macht schon irgendwo Angst, aber wenn man das neutral betrachtet, bleibt man in seiner Mitte und das ist der Punkt. Und wenn man eigentlich diese Dinge ausblendet und in seiner eigenen Welt lebt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Auf dem Festival habe ich festgestellt, dass wir einen sehr hohen Anteil von Männern hatten. So etwas gab es noch nie. Das heißt, und ich erkläre euch, warum ich mich darüber so sehr freue, in spiritueller Sicht
natürlich auch auf menschlicher Sicht, aber die geistliche Welt hat schon immer gesagt, sobald die Männer nachkommen, beginnt die positive, intensive Aufwachphase. Sie hat gesagt, es sind die Frauen, die zuerst in die Spiritualität gehen, weil sie von ihren Fähigkeiten her einfach einfühlsamer sind, emotionaler sind und intuitiv Mitgefühl haben. Also weil eben die Gefühlswelt bei den Frauen viel mehr ausgeprägt ist, können sie leichter Dinge annehmen, die man nicht beweisen kann. Und das ist eben in der Spiritualität so. Viele Dinge kann man erstmal am Anfang nur fühlen. Bei den Männern ist es so, sie sind vom Verstand her sehr ausgeprägt. Also die mentale Seite ist sehr stark und sehr kontrollierend. Die lässt die Gefühle nicht so sehr zu, wie sie gebraucht werden für die Spiritualität. Männer hinterfragen, aber sie sind auch sehr kräftig und gehen also auch tatkräftig voran und bringen Projekte voran. Und beide zusammen, Mann und Frau, stellt euch das mal vor, was das für ein gutes Team ist. Und das beginnt jetzt, sich in der Spiritualität zu zeigen. Das ist ein riesengroßer Fortschritt. Und ich bin so dankbar dafür, dass sich das mir gezeigt hat. Und ich danke euch nochmal, ihr lieben Männer, die ihr alle da wart. Es war wirklich, wirklich schön. Und Mann und Frau in der Spiritualität, das ist genau das, was Gottes Wille, was der göttlichen Ordnung entspricht. Denn beide Seiten sind wichtig und beide Seiten, wenn zusammenwirken, können am meisten erwirken. Und der Genderwahn, ja, das ist genau das, was die Gegenseite ja gerade versucht, aktuell versucht, dass sie unseren Kindern das Gefühl nehmen möchte, ein Mann oder eine Frau zu sein, sondern eben sie sehr verunsichern möchte, weil sie weiß, dass das Männliche und Weibliche zusammen eine ganz große Kraft hat. Und wenn ein Kind entwurzelt wird, wenn das durcheinander ist, wenn es nicht genau weiß, in diesen über 60 Geschlechtsarten, wo es jetzt sich da einordnen soll, ist es eigentlich, hat es seine Identität verloren, sag ich es mal in liebevollen Worten. Und aber es hat schon begonnen bei den Spirituellen. Die Gegenseite ist zu spät, sie wird es nicht mehr erreichen. Wir sind hier und wir sind stark. Und das ist genau wichtig und richtig. Ja. Und genauso wird es auch mit vielen Dingen sein, was die Gegenseite sich vornimmt. Also ob jetzt diese Agenda so stattfindet, wie sich die Gegenseite das vorstellt, das steht noch in den Sternen, denn es ändert sich ja sehr viel. Und wir jetzt, Mann und Frau zusammen, mit einem immer mehr ansteigenden Männeranteil, stellt euch das vor, was das für eine Kraft ist, eine Gegenkraft, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Da hat die Gegenseite schon lange verloren, aber jetzt wirklich, aber schon extrem, ne? So ist das nämlich. Und das heißt also, wir sind dabei, in die göttliche Ordnung zu kommen, zusammen und unsere inneren Kräfte zu erkennen und zu aktivieren und dann auch auf unserem Seelenweg voranzukommen, unsere Seele zu stärken und zu erkennen, was liegt alles auf meinem Seelenweg. Da liegt nämlich Mann und Frau auch drauf. Beide unterstützen sich. Und gerade das alles, was auf dem Seelenweg noch wichtig ist, die Ahnenheilung, ja, die Seelenaufgabe finden und dann auch gehen, das große Potenzial, was in dir liegt, all das ist auf dem Seelenweg. Und das wirst du, wenn du dich dafür interessierst, in einem Webinar bei uns noch sehr vertiefen können. Denn die Seelenaufgabe, das und der Seelenweg bezieht sich auch auf die Twin Flames, auf die Seelenpartner. Wie finde ich ihn? Wie gehe ich mit ihm um? Wie gehe ich weiter? Also es ist ein sehr großes Gebiet, was wir da nochmal durcharbeiten und auch Hilfsmittel bekommen, um die männliche und weibliche Seite zu stärken. Es ist so wichtig, dass wir uns darüber
informieren und dann auch aktiv werden. Da dazu gehört auch das Loslassen, wirklich das Loslassen der alten Muster, die uns schon vor vielen hundert Jahren übergestülpt wurden, ja, die wir als normal betrachten, aber das ist etwas, was gar nicht von uns kommt, sondern von außen. Das gilt es zu entdecken. Und dadurch wird sich die eigene Energie anheben. Und durch die eigene Energieanhebung wird sich auch die Erdenergie noch mal mehr anheben. Natürlich werden sich daraus positive Emotionen ergeben. Und wenn du das alles entwickelt hast in deinem Seelenweg, diese positiven Emotionen, dann ist dein Leben positiv ausgerichtet und du wirst positive Dinge anziehen. Und die negative Seite wird immer mehr an Kraft verlieren. Das ist so. Und da müssen wir wirklich alle dran glauben. Das ist das A und O. Und dann geht es voran. Dann sind wir in der Lage, uns gegen all diese Manipulationen zu wehren, beziehungsweise diese Menschen zu unterstützen, die jetzt da ein bisschen hilflos sind. Das ist ganz wichtig, dass wir auch da hinschauen, dass wir uns daran erinnern, dass jeder Mensch eine göttliche Seele hat und auf seinem Seelenweg in diesem Leben vorangeht. Und es ist sehr wichtig auch, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. Das machen wir hier auf dem Kanal und natürlich auch auf dem Telegram-Kanal. Da gibt es zum Smarana-Kanal gibt es auch noch eine Gruppe, wo wir miteinander sprechen können. Diese Möglichkeit hat man eigentlich sonst nicht, wo man wirklich miteinander sich unterhalten kann, also schreiben kann und dann auch Antworten bekommt. Wenn dich das interessiert, schau mal auf den Telegram-Kanal von Smarana und du bist herzlich willkommen. Bist herzlich eingeladen, auch davon ein Teil zu sein. Wir werden in diesem Jahr noch viermal persönlich anzutreffen sein. Ich schreibe das in den Community-Tab hinein, damit ihr die Termine kennt, wo ihr mich noch persönlich treffen könnt und dann auch Fragen stellen könnt. Und wie gesagt, unsere Gemeinschaft, sie wächst immer mehr und sie wird immer stärker. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns vernetzen, immer mehr vernetzen, um gemeinsam an dieser neuen Welt zu arbeiten, die wir uns wünschen. Das ist das Wichtige. Ihr Lieben, und jetzt lade ich euch ein zu dieser wundervollen Meditation, wo das Weibliche und Männliche gestärkt wird, wo wir mit der Sonne zusammenarbeiten. Und diese wunderschöne Sonnenenergie empfangen. Ihr dürft gerne einfach euch fallen lassen, die Augen schließen und genießen. Und wenn euch das gefällt, was ich euch heute erzählt habe und ihr gerne noch mehr davon erfahren möchtet, dann teilt bitte das Video und aktiviert meinen Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr auch alles mitbekommt, was also hier ich jedes Mal dreimal in der Woche euch zu sagen habe. Ich sprühe mich ein mit dem Sonnenspray. Da habe ich auch ein neues Sonnenspray hier. Das könnt ihr ausprobieren, wenn ihr möchtet. Das gibt es in klein und in groß. Oh, es ist schön. Und jetzt freue ich mich mit euch zusammen auf die Meditation. Liebe Herzensmenschen, ich begrüße einen jeden einzelnen von euch mit der Liebe der Sonne, mit der Liebe des Lichtes und freue mich auf die gemeinsame Zeit in dieser Meditation. Und wenn du bereit bist, dich heute einmal so tief, wie du kannst, fallen zu lassen, dann lade ich dich ein, das Licht der Sonne einzuatmen. Stell dir einfach vor, dass du eine goldene Sonne am Himmel wahrnimmst und dass diese goldene Sonne ihre Sonnenstrahlen direkt in dein Herz senden.
Und versuche jetzt diese Sonnenstrahlen, dieses Licht einzuatmen und dich mit jedem Atemzug auszudehnen, sodass du selbst zu einer Sonne wirst. Und so fließt das Sonnenlicht jetzt durch deinen ganzen Körper, durch jede Zelle, durch deine Nervenbahnen, durch die Meridiane. Überall hin fließt dieses Sonnenlicht. Und gibt dir Kraft, Wärme und Stärke, gibt dir Heilung und Zuversicht, Vertrauen in deinen Seelenweg. Und so beginne, dich mit jedem Atemzug immer mehr fallen zu lassen, einfach um mit jedem Atemzug der Sonne immer näher zu kommen. Und so spüre, wie die Energie ansteigt, wie sie dich anhebt und wie sie dir es möglich macht, dein Bewusstsein zu öffnen und auf die Ebenen, die Sonnenebenen, dich zu öffnen. Und jeder einzelne von euch wird auf die Sonnenebene gehen, die gerade gut für ihn ist. Und jede Ebene hat mehrere Bedeutungen. Und vielleicht bist du ja auf der Ebene der Heilung oder auf der Ebene des Lebens, wo du Freude und Leichtigkeit fühlen kannst. Wähle aus, wo dich deine Seele jetzt gerade hinzieht. Oder vielleicht bist du auf der Ebene des Erwachens. Lass es geschehen, was geschieht, und fühle, wie sich die Sonnenenergie in deinen Zellen einspeichert, wie sie deine DNA berührt und wie sie dich zu lieben beginnt. Denn die Sonne ist Sonnenliebe, ist positive Kraft und Lebensfreude. Sie stärkt deine Lebenskraft. Und so gib dich ein wenig hin, um diese Energie zu genießen und dich mit der Sonne zu vereinen. Ich gebe dir ein wenig Zeit. Und in dieser Zeit kannst du dir erlauben, wirklich erlauben, dich so tief fallen zu lassen, wie es jetzt gerade für dich möglich ist. Und so geschieht genau die Heilung oder genau die Aktivierung, die jetzt für dich wichtig ist. Und so lass dich tragen, tragen. Tragen. Jetzt ist der Moment, dein Moment der Heilung, der inneren Öffnung. Und vielleicht beginnst du jetzt zu schwingen im gleichen Rhythmus der Sonnenenergie. Und vielleicht spürst du jetzt auch die positive Energie der Lebensfreude, die dir übertragen wird. Und so schwinge, schwinge, schwinge. Deine Zellen nehmen all das auf, was jetzt für dich wichtig ist. Und sei dir sicher, genau in diesem Moment geschieht alles für dich zum allerhöchsten Wohl. Und so fühlst du, wie du ein Teil vom Großen und Ganzen bist und fühlst auch Kraft und Mut, deinen Weg weiterzugehen. Und so spüre, wie du wieder ein wenig gewachsen bist.
Und wenn du magst, darfst du dich jetzt bedanken bei der Kraft der Sonne, bei der Kraft deiner Seele, mit dem Wissen, dass alles, was du brauchst, in dir ruht und du der Meister, die Meisterin deines Lebens bist. So lass die Energie noch ein wenig nachwirken, währenddessen du langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückkommst, Augen öffnest, Hände und Füße bewegst und ganz wieder hier bist. Ich danke dir für dein Licht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video.